Wir haben endlich überall Licht. Die Wand ist gestrichen, die Wand auch. Der Boden ist gekommen. Wiegt einfach ein bisschen mehr als 80 Kilo ein so ein Teil. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das verlegen lässt, weil der Raum ist weder parallel, weder sind die Wände parallel, noch gibt es hier irgendwelche rechten Winkel. Dann haben wir einen neuen Stromkasten bekommen. Zack. Heizung. So, Bad, Knaller. Ich habe nämlich den kompletten Stuff jetzt einfach hier reingeschmissen, weil ich jetzt die Bodenmatten ausrollen muss, damit die sich schon mal durchliegen können und wir die morgen verlegen können. Aber ja, wenn jetzt der Boden drin ist, dann können nächste Woche schon die Geräte kommen, weil dann war es das tatsächlich erstmal. Klar, hier und da noch so ein bisschen Feinschliff. Eine Überraschung kommt noch irgendwann im Februar. Und sonst bleibt es erstmal so. Also seid gespannt, wie es sich entwickelt. Steckt auf jeden Fall eine Menge Arbeit drin. Auch so total viel Kleinscheiß, den man nicht sieht. Und ja. Deswegen, wenn ihr das ganze Ding hier unterstützen wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt in der Members Area subscriben, ihr könnt euch ein King of Weighted Programm kaufen. Und das Geld quasi fließt alles direkt ins Gym, damit wir hier geilen Content füllen. Wenn nicht, schon. Aber keine
mich im eigenen Stuhl trainieren. Uff! Der Filmmeister ist wieder dabei. Und wie geht's schneiden? Ganz gut, tatsächlich. Ja? Also besser als gedacht. So, wir haben jetzt erstmal hier die kleine Kante ausgemessen, damit wir das dort dann ranlegen können. Und die erste Bahn verläuft dann hier lang. Und Micha probiert sich nicht, die Finger abzuschneiden. Sag mir nicht, was ich tun soll! Entschuldigung. Jetzt arbeite. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus, was du da machst. So, und Maitz ist auch wieder dabei. Maitz, kannst du irgendeinen Trick? Sitz. Auf. Sieht gut aus. Auf Schnipsen hörst du. Ja, das ist unser Maskottchen, also wer ins Gym will und Angst vor Hunden hat. Maitz, komm mal her. Super. Uff. Sehr schick. Ja. Beschäftigt. Jetzt müssen wir hinten abschneiden. Wirklich, das lässt sich echt vernünftig schneiden, ne? Ein Glück. Wo zu dick ist. Als nächstes hier. Okay, kriegen wir hin. Hier ist übrigens Michas Tagesruhestätte, falls er mal ein bisschen schlafen will. Er passt da rein. Erste Feinschliff. Nice. So, wir müssen hier und her schieben, aber. Oh, hier ist die Silikonnaht, da wird es ein bisschen abstehen. Hier noch ein Stück ran und dann. Haben wir es doch. Super. Nice. Den Winkel haben wir nicht ganz perfekt hingekriegt da hinten. Aber das sieht man nicht. Ja, dann ziehen wir einfach zur Not noch eine Fugennaht. Ja. Da müssen wir uns eh noch was ausdenken, dass das Hässliche da nicht bleibt.
Ja, schön. An die nächste Bahn. Zufrieden? Ich glaube, wir lassen es einfach nur so und dann trainieren wir einfach mal an der Ecke hier. So, erstmal kurz Statement, wie weit wir sind. Hier, guckt euch das an. Sieht auf jeden Fall nice aus. Jetzt haben wir gerade ein schönes Stück zugeschnitten. Zeig mal her. Jetzt gucken wir mal, ob wir das schön gemacht haben. Habibi. Uff! Gossen! Ich würde mal sagen, die gerade Kurve. Die gerade Kurve. Na gut, das ist mehr. So, ja. Kleben wir noch an und dann. Das ist minimal, aber hier hinten ist eh keiner. Das ist eine schöne Schwingung. Aber der Rest ist gut gewollt. Ja, ist alles gewollt. Und? Zufrieden? Ja, ich glaube, sieht geil aus. Sagt ihr? Genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das gut gemacht haben oder noch Potenzial haben, aber... Nein, das Potenzial wollen wir nicht wissen, wir wollen nur hören, dass es gut ist. Wollte gerade sagen, so die Potenzialkommentare werden gelöscht. Also nur positives Feedback, bitte. Kauft euch lieber ein King of Wages Programm, dann können wir uns nämlich auch noch und werdet dadurch deutscher Meister. Ha! Habibi, erstes Workout. Kommt jetzt Acid to ja. Shoulder Stand. Ne? Nice. Und Acid. Und Tuck Planche. Yeah. Bra. Okay. Aber geil. Nächste Woche kommen von Strength Shop die Geräte. Und dann geht's ab, ey. Ich bin glücklich. Was sagst du? Ich glaube, er ist auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich bin nur meinem Polo schnuppern. Der braucht jetzt eine Kraul-Einheit. Ich bin traurig. Ja, du guckst so traurig. Gym-Maskottchen. Oh. Haben wir jetzt alles? Hallo! Hi! Du hier? Du auch hier? Ich frag mich, wer mehr Spaß daran hat. ja, Gym. Boden fast fertig. Die Trottel haben uns nämlich 10 Quadratmeter zu wenig geliefert. Auf die warten wir noch und dann machen wir die Ecke dort fertig. Film einmal. Sonst haben wir hier da noch ein paar Ecken, wo wir den Boden nochmal machen müssen. So, hier ist es schön. Das schneiden wir nochmal richtig zu. Dann fehlt die Ecke hier noch. Und hier muss natürlich noch eine Abschlussleiste ran, dass wir hier diese komischen Wellen nicht mehr drin haben. Weil das nervt. Ja, sieht einfach scheiße aus. Aber ansonsten? Ansonsten, wir haben jetzt in beiden Räumen Licht. Endlich. Yes, und hier nochmal. Und, jo. Können jetzt immer nice abflexen. Zeig mal, wie gut das Licht ist. Formcheck. Ohne Pump? Bitte mal auf Pump. Okay. Einfach alles.
Sieht dünn aus, aber ist okay. Mhm. Ja, rechter Ellbogen ein bisschen höher, sonst sieht es scheiße aus. Rechts, super, schön, zu hoch, ist okay. Ja, und von hier kommt ab übernächste Woche dann immer the content. The new content.